liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in Folge Nummer 4 in Minecraft Let's Play Tropicraft. Jawohl, wir sind hier gestern exakt an dieser Stelle stehen geblieben und ja, da seht ihr noch, da sind die ganzen Schafe geschoren. Vielleicht lassen sie ja noch ein bisschen federn und futtern jetzt gleich mal ein bisschen Gras oder so, sodass wir sie nochmal scheren können. Je mehr Wolle wir haben, je besser ist es, glaube ich. Ich denke ja so ein bisschen präventiv, dass wir vielleicht sogar noch ein Bett machen können oder so, keine Ahnung. Ja, ansonsten sieht es eigentlich recht gut aus. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit... da hinten sehe ich auch nochmal Schafe, da können wir auch nochmal schnell hinrennen. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit das aussieht jetzt direkt in der neuen Dimension, wie es mit dem Essen ist, auf was man da achten muss oder generell. Da habe ich nicht so viel Ahnung von, deswegen, ich nehme mir mal auf jeden Fall hier erstmal für Betten mit. So. So, dass man auf jeden Fall nochmal ein Bett craften kann, das halte ich für sinnvoll. Und, oh, hier gibt es jede Menge, auch Kohle ist ja jede Menge. Ich wusste, das sind Bergziegen hier oben. So, und jetzt müssten wir theoretisch eigentlich alles haben. Ich überprüfe das mal eben. So, stellen wir das mal hier hin. Jetzt müssen wir das, glaube ich, einfärben in Rot. Das heißt, wir brauchen als erstes mal Farbstoff. So, dann nehme ich mir mal einmal Farbstoff. Wie war das immer? Das war immer so, glaube ich, ne? Und einmal so müsste es sein, oder? Nee, falsch. Echt? War das nicht immer so? Oder brauchte ich da nur einmal? Also bei Glas... Ach, nur ein... Ach, das... Verstehe. Ich verstehe. Gut. Ja. Dann pass mal auf. Dann machen wir das mal wie folgt. Dann machen wir das mal so. Nehmen wir mal 7. Ob das reichen mag? Ich weiß jetzt nicht. Wenn nicht, müssen wir nochmal Farbstoff auftreiben. Ich probiere das mal eben, Leute. Also ich könnte mir das so vorstellen. So. Aha, warum nicht? Oder, nee, Moment. Oh Gott, ist das schon wieder richtig durcheinander hier, hallo. Warte mal. Zeig mal her, das Gute. So, 4, 8. Ja, das müsste ja erstmal fürs Erste reichen. Jetzt probieren wir das mal so. Okay, mit Stickies. Bambus, wie heißen die Dinger? Bambustick, ja. Okay. So, und... Jawolla! Läuft, Leute, läuft. Alles klar. So, okay, wir haben alles, Leute. Wir haben alles. Juhu! Und es geht ab. Ich freue mich voll. So, Leute, jetzt wissen wir... ja, jetzt können wir hier theoretisch ein bisschen chillen. Jetzt können wir ganz gemütlich uns ein gemütliches Plätzchen suchen, wo wir den Sonnenuntergang genießen. Wir brauchen einzig und allein jetzt noch irgendeinen Strand. Jetzt müssen wir gucken, wo hier ein Strand ist. Da oben, da unten sieht es aus wie ein Strand, oder? Aber das ist so ein, ist nicht so ein... Oh, da hinten, da, da ist doch ein Strand. Da ist doch prima. So, pass auf, dann gehen wir mal hier runter. Blub, blub, blub. Ja. Patsch. Ach, der ist schon wieder kaum zu halten hier. Der ist ja kaum zu bremsen, der Bursche hier halt, ne? Der freut sich so, deswegen ist der kaum zu bremsen. So, ui. Wo war das? Da hinten war das. So, da hinten ist ein schöner Strand, das ist gut, weil Sand ist immer gut. Ja, und jetzt müssen wir im Endeffekt nur warten, bis die Geschichte dort endlich dunkel wird hier. Und dann sind wir in der neuen Dimension drin, Leute. Und das ist mal richtig nice. Ja, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. So, und ich habe es mit 4 Folgen geschafft, wie gesagt. So 4 Folgen hat einer ins Forum reingeschrieben, ne? Er meinte auch so, na, er hat es aufgenommen. Allerdings, der hatte 15 Minuten gemacht, immer pro Folge. Ich mache ja immer 25 Minuten, meistens plus. Und er auch so, oh krass, also brauchst du auf jeden Fall 4 Folgen, um in die neue Dimension reinzukommen. Weil der hatte auch Arschpech gehabt. Der hat da irgendwo in der Desert ist der gespawnt. Und dann keine Kokosnuss, nichts. Also der hat so Ähnliches durchlebt, wie ich jetzt hier gerade durchlebt habe. Ja, da gibt es natürlich welche, die haben das gleich also am Anfang in der ersten Folge geschafft. Natürlich auch das ist möglich, ist klar. So, sieht gut aus. Sieht gut aus. Das ist auf jeden Fall ein Strand hier. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo die Sonne untergeht. Das ist jetzt die... Oh ja, oh... Oh ja, yeah. Das sieht nice aus. Wo ist denn überhaupt die Sonne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Sonne geht... Na? Die wandert?
Ich erkenn's jetzt nicht. Die müsste doch da untergehen, oder? Das heißt, dann geht sie da auf. Wenn sie da aufgeht, dann werde ich den Liegestuhl hier oben positionieren. Oh Gott, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin total aufgeregt, Leute. Also, hier sieht aber auf jeden Fall toll aus. Ist egal, ob sie da, da oder da. Ich nehme das jetzt hier weg. So. Das war hier auch ja kein Schatten und so geht ja gar nicht, ne? Das ist ja pure Sonne. Ich habe Lichtschutzfaktor 20 aus dem Grund. Ist in Ordnung. Aber ich glaube... Oh Gott, das ist ja noch voll... Oh, ob ich einen Cut... Leute, soll ich einen Cut machen an dieser Stelle? Weil es ist extrem langweilig jetzt für euch, oder? Ey Leute, ich glaube, die Sonne, die geht da auf. Die geht hier auf. Das heißt, wenn die da aufgeht, dann geht die da unter. Das dauert aber ewig. Wir müssen den ganzen Tag abwarten, glaube ich. Oder... Wir beobachten den ganzen Spaß mal. Leute, ich mache an dieser Stelle einen Break und werde euch wieder einschalten, wenn die Sonne sich so langsam hier irgendwo runter. Ja? Eigentlich so dann Sonnenuntergang ist. Also, Break, bis gleich. Ja, Leute, da sind wir wieder. Also, wie es ausschaut, da oben ist die Sonne und wir sehen, die geht da unter. Das heißt, hier werden wir jetzt so schön unseren Liegestuhl positionieren. Achtung und da ist er. Da sieht doch mal richtig exzellent aus, oder? So, dann nehme ich mir, Moment, dann werde ich mich mal da hinsetzen. Okay. Oh Gott, das muss ich mir mal angucken, wie das aussieht. Oh, Water Cave Crafter ist auf... Water Cave Crafter ist auf dem Liegestuhl. Der sitzt sogar, Leute. Cool. Okay. Ja, dann werde ich mir mal die Pina Colada schnappen. Das können wir auch schon mal machen. Den Crafting Table werde ich mal hier. Ich hoffe, es gibt keine bösen Überraschungen. So, Tropical Cocktail. Ja, da ist er. So, den schnappe ich mir dann jetzt mal. Jetzt muss ich nur noch warten, bis sie wirklich so rot wird. Und ja, dann sollte eigentlich dem nichts mehr im Wege stehen. Oh Gott, die sitzt hier voll auf so einem Stuhl. So, dann müssen wir jetzt gleich mal gucken. Und ja, geil, Leute, geil, gleich geht's los, gleich geht's los. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, die Sonne geht unter. Ach ja, aber ich warte noch, bis sie wirklich richtig so schön abendrot ist. Das sieht dann nämlich geiler aus, weil noch ist mir das zu hell. Der Mond schiebt sich ja auch noch. Stellt euch mal vor, ihr sitzt auf so einem Stuhl und so, pff, dreht ihr euch um, dann bricht ihr die Lehne ab und ist voll Chaos und ihr verpasst euren Einsatz. So, der Himmel verändert sich schon mal. So, ich sitze hier drauf, ich sitze hier drauf. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. So, na, noch warten wir. Ich habe den Finger gedrückt. Ich habe ihn gedrückt. So, die Sonne geht unter. Sie geht unter. Also noch ist sie ja nicht untergegangen. Noch ist sie da. Ich warte noch. Ich warte noch ein bisschen. 3, 2, 1 und Cheers! Und Landschaft wird heruntergeladen. Leute, Leute! Oh, oh, was passiert hier? Und? Was passiert? Was passiert? Es passiert gar nichts. Warum nicht? Hallo? Oh Gott, ich glaube, das hat geklappt, Leute. Ich glaube, es hat geklappt. Oh, 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 you should drink a pina colada before a teleporting. Ich habe aber keine Pina Colada mehr, aber Leute, schaut euch das mal an. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind in Tropicraft drin. What the fuck, Alter, schaut euch das mal an, wie geil das hier aussieht, Leute. Schaut euch das doch mal an, ist das nicht schön? Die ganzen Bäume hier, ist das nicht eine... Oh, ey, das ist hier Wasser, oder? Leute, sagt mir mal, dass das hier Wasser ist. What, ist das geil, ey, ist das geil. Ey, das muss ich mir unbedingt... Das ist Wasser, Leute, ihr könnt hier... Das Wasser ist hier so klar, das ist unglaublich. What the fuck? Aber warte mal, das muss ich erstmal alles aufladen hier bei mir. Ist mir gerade die Framerate ein bisschen eingekracht. Boah, ich gehe erstmal an Land, ey. Wahnsinn, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Da hinten scheint Dschungel zu sein oder ähnliches. Ich weiß, und da ist eine Insel und da leuchtet irgendwas auf dem... Das sind, glaube ich, Leuchtalgen oder so. Und
Wow. Also ich bin absolut geflasht. Das sieht hier dermaßen cool aus. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst machen soll. Ich bin überwältigt, Leute. Hier so ein schönes Blümchen, so ein blaues. Oh, das muss ich ja gleich mal angucken, was das da für eine Blume ist. Oh, geht denn hier ab? Was ist eine? Eine Iris, okay. Da ist so eine Felsklippe. Ich weiß gar nicht, wo wir hin wollen. Wenn wir mal darüber gehen. Wir schwimmen hier mal ein bisschen rüber. Mann. Das ist ja wirklich Wahnsinn hier. Okay, da oben geht's nach oben. Da oben geht's nach oben. Hier geht's nach oben, wollte ich sagen. Boah, das ist so krass hier mit diesem türkisfarbenen Wasser. Schade, dass das so laggen tut. Ist klar, das ist die 1.7.10. Also hier Tropicraft würde ich mir wünschen für die 1.10er-Version. Da wo alles ein bisschen. Was ist denn das? Was ist denn das? Alter, was ist das denn? Ist der gefähr greift der einen an oder? Hallo? Das ist ein Schwertfisch. Leute, das ist ein Schwertfisch. Den kann man einfach so wegschieben. Ich glaube, hier gibt es mehrere von diesen Fischen hier. Schaut mal. Das sind Schwertfische. Oh, was ist denn das hier? Ist das hier so eine Schlucht oder was? Das sieht da hier. Alter, oh, Leute, ich werde verrückt hier. Ich werde verrückt, Alter. Ich kriege ja einen Augenorgasmus. Was? Höhlensound. Kann man hier reingehen oder was? Boah, zum Glück habe ich Fackeln. Alter, das ist ja mal voll episch hier, Alter. Das ist ja mal voll episch hier, echt. Alter. Ohne Scheiß, Leute. Was ist denn das für ein. Wieso kriege ich hier Schaden? Ich habe hier gerade einen Schaden bekommen. Was ist das für ein Stein? Wie kriege ich hier Schaden? Was ist denn das hier? Black Sands, das ist schwarzer Sand. Okay, ja, sowas gibt es. Das gibt es auch hier in Rom, in der Nähe von Rom, Italien. Aber wieso kriege ich hier Schaden? Ja, von was denn? Wieso denn? Verstehe nicht. Oder welche angegriffen? Keine Ahnung. Also irgendwie Black Sand macht Schaden. Was ist das hier? Ja, das muss ich mir auch mal angucken. Was das ist? Ich glaube, das ist Holz. Oh, okay. Oh, da ist aber viel Holz. Was ist denn das für ein Holz? Das ist Mahagoni Log. Okay, das ist Mahagoni. Boah, Alter, was ist denn das für ein Baum, ey? Was ist denn das für ein Baum, ey? Boah, kick dir mal den fetten Baum an, ey. Ich krieg zu viel, ey. Kannst dir voll den Baum ausbauen, ey. Scheiße. So, ich gehe mal hier ein bisschen nach oben. Mal gucken, was hier so los ist. Das ist ja normaler Sand, glaube ich. Oh, ey, hier gibt es so viel zu entdecken, Leute. Also wir werden hier richtig Party feiern. Wir werden das hier richtig. Oh, und das Gras hier richtig grün. Alter Verwalter, alter Verwalter. Ja, so macht Minecraft natürlich wieder extrem Spaß, weil es hier dermaßen viel Neues zu entdecken gibt und ja, das ist absolut abgefahren. Und es ist mir gerade ein bisschen dunkel hier. Krass. Wow. Was ist das? Gibt's hier? Ah, okay, das sind hier einfach nur so eine. Ah, schade, dass das ein bisschen laggen tut. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Was ist das da unten hier? Okay, hier kann man auf jeden Fall runter. Und da geht's weiter. Also einen Wasserfall habe ich. Ich würde ja gerne mal so einen Wasserfall hier so sehen. So einen Tropen- und Wasserfall. Und hier ist auch irgendwas Neues. Das kenne ich nicht. Was ist das? Oh, ich bin schon völlig verstopft. Ich kann hier gar nichts machen. Das ist Mineral Sands. Das ist also Mineraliensand. Oh, wer weiß, was man damit alles craften kann. Das ist total abgefahren, Leute. Das ist total abgefahren. Kann ich bis jetzt, also bin ich absolut zufrieden. Also ich kann das absolut jetzt jedem empfehlen, hier auch mal zu spielen. Das macht wirklich mega viel Spaß. Alles schon allein jetzt hier so atmosphärisch, alles neu zu entdecken hier. Wirklich, ich bin mal gespannt, wie es bei Tageslicht ausschaut. Hier, guckt mal, das hängt da alles so runter und irgendwie ist das total phänomenal hier. Phänomenal. Hier ist einfach nur so eine Spalte so. Boah, episch, episch, episch.
So. Ja, jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage: Was baut man in Tropicraft? Was macht man da? In den Tropen natürlich, da fallen dann erstmal sofort irgendwelche Stelzhäuslein ein. Ja, oder irgendwie. Ist hier auch irgendwas? Oh Gott, wir haben absolut keinen Platz mehr, um überhaupt irgendwas hier anzupflanzen oder sonstiges, weil wir haben hier so viele Sachen schon im Inventory drin. Das ist schon Wahnsinn. Ja, also ich glaube, standardmäßig, da sehe ich Bambus. Also ich will auf jeden Fall am Wasser bauen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Laune zu. Und jetzt nicht zu tief im Dschungel drin, weil da habe ich einfach Sorge für euch als Zuschauer, dass es dann laggen tut. Ich habe zwar einen ganz guten PC, aber ihr wisst selber, die 1.7.10er-Version ist, was das angeht, nicht die beste. Aber was ich hier so sehe, das hier gefällt mir schon ziemlich cool, muss ich sagen. Hier mit so einem, das sieht richtig gut aus und hier ist auch so eine schöne Fläche. Ich könnte mir durchaus vorstellen, hier was Interessantes zu bauen. Und ich glaube, wir werden uns hier niederlassen. Da ist auch schon ein bisschen Bambus und da ist der Mond. Sieht geil aus, Leute. Sieht richtig geil aus. Und ich glaube, ich baue hier auch was. Wir werden uns hier auf jeden Fall ein Häuschen aufbauen. Und ja, das machen wir definitiv. Und so fangen wir auch gleich mal an. Wir werden mal als allererstes mal hier unseren Crafting-Table mal ein bisschen mal hier hinstellen. So, und dann werde ich mir als allererstes, glaube ich, mal eine Schaufel craften. Das müsste ja theoretisch hier genauso funktionieren wie auch in der Oberwelt. Genau, oder in der normalen Dimension, wo ich sage. So, das mache ich das mal eben ein bisschen ebnen hier, den ganzen Spaß. So. Blub, 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 blub. Da haben wir erstmal jede Menge Sand. Das heißt, wir könnten uns theoretisch auch Glas herstellen. Also, wenn das hier funktionieren sollte. So, dann mache ich nämlich mal so eine kleine Fläche hier schon mal startklar. Wo wir schon mal so die erste Hütte aufbauen. Ja. Die werden wir erstmal ganz normal aus Stein bauen, aus ein bisschen Holz. Also, Holzprobleme werden wir hier garantiert nicht haben. Ich sehe an jeder Ecke, sehe ich hier Holz. Und später müssen wir dann halt mal gucken, inwieweit wir das Ganze verschönern. Vielleicht machen wir uns auch sogar ein Bambus-Häusle. Würde ja passen. Lustig ist übrigens, dass wir hier Urlaub machen und wir müssen trotzdem alles selber craften. Ja, das ist dann so kein Pauschalurlaub. Ja, das ist dann eher so irgendwie so, ja komm, hier hast du Land zur Verfügung, mach mal, ne? Machst du deinen Urlaub hier halt, ne? So kommt mir das vor, weil Urlaub ist ja normalerweise voll so, ja, du gehst in die Tropen, voll Hotel, alles all inclusive und hier auf einmal musst du alles selber machen. Aber ist ja auch cool, wir machen hier halt Abenteuerurlaub und schaut euch mal den Ausblick an, oder? Episch, Leute, episch. So, was wir auf jeden Fall brauchen, wir haben wie gesagt genügend Holz, deswegen werde ich jetzt hier absolut nicht rumgeizen. Deswegen erstmal gleich eine Chest hier hinstellen, so, und die machen wir auch sofort hier hin. Schwuppdiwupp, sodass wir hier mal ein bisschen was ablagern können. Das ist ja Wahnsinn, was wir hier alles mittragen. So, das packe ich jetzt erstmal alles da rein. Das gesamte Inventory kommt da jetzt hier rein. Gut, Stein nicht, Holz nicht. So, 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 so. Habe ich mir Kürbis mitgenommen. Seht ihr, passt zum Herbst. Ist doch jetzt gerade Herbst. So, dann haben wir nämlich ein bisschen. Das nehmen wir mit. Wie immer, auch in der normalen Dimension bin ich nicht verschwenderisch. Das heißt, ich nehme immer alles mit. Man weiß nie, wozu man das braucht. Hier zum Beispiel fällt mir sofort ein, erstmal eine Glasproduktion und das werden wir auch machen. Als allererstes jetzt. So, das heißt, wir craften uns mal einen Ofen. Den haben wir ja da stehen lassen. So, zack, zack, zack. Und den stellen wir jetzt erstmal provisorisch hier hin. So. Und da machen wir jetzt Folgendes. Hier nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen Kohle. Ich nehme erstmal nur die Hälfte. So, und da packen wir mal hier schön den Sand rein. Das sollte ja hier genauso funktionieren. Ja, funktioniert auch. Und dann kriegen wir Glas raus. Dann haben wir auch schon mal ein bisschen Glas. So, ja, schaffen wir das noch in dieser Aufnahme? Ich glaube schon. Das heißt, wir können uns schon mal so ein bisschen um so ein Häuslein kümmern. Ich würde sagen, ja, wir setzen. Da können wir noch eins wegnehmen. Das heißt, da möchte ich gerne die Tür haben. So. Okay. Ja, dann machen wir da Holz. Oder? Wie viel Holz haben wir eigentlich von. Was ist jetzt eigentlich mit diesem komischen Palmenholz hier? Das interessiert mich nochmal ganz eben kurz. Das muss ich nochmal kurz überprüfen. Ah, schade, dass es lecken tut. Also, das wäre wirklich richtig geil, wenn das jetzt hier so mal gepatcht werden würde. So leckfrei halt auf die 1.10er-Version. Das wäre richtig cool, finde ich.
dann wird das Ganze noch mehr Spaß machen, weil ich hab's befürchtet, dass das ist so ähnlich wie mit diesen alten Adventure-Maps, ne? Da hatten wir ja auch schon so ein paar Probleme gehabt mit dem Laggen. Das waren noch, obwohl, das waren 1.7.2er-Versionen und so. Und die 1.7.2er, die war ja eigentlich recht stabil. Nur die 1.7er, ich weiß nicht, die 1.7.10, die fand ich, ich war da auch noch nie so ein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war jetzt nicht meine Lieblingsversion in Minecraft. Guck gerade, ob hier noch irgendwo was rauskommt. Wäre ja auch mal interessant zu wissen. Nee, kommt nichts raus. Okay. Blub, blub, so. Aber hier gibt es ein bisschen. Ja, und zwar will ich mal was probieren. Wie viel haben wir davon jetzt mitgebracht? 13, okay. Wie das aussehen mag. Und zwar würde ich ganz gerne hier mal so ein Ding hinsetzen. Und da. Okay. So, machen wir hier noch eins hin und da noch eins hin. Hier will ich aber gerne eins versetzt haben, beziehungsweise zwei versetzt. Zeig ich mal. Also, dass man das dann, ja, genau so macht. Okay. Hier machen wir das auch. Ups. So. Naja, Auto-Jump-Funktion gibt es ja auch nicht, ne? So, machen wir hier noch einen hin. So, und pass auf, und den möchte ich gerne jetzt wieder schräg. Ich bin gerade am überlegen, will ich den schräg haben? Sieht das geil aus? Ah ne, so sieht es cooler aus. Auf jeden Fall. So. Ob man sich auch Türen craften kann aus Bambus, Leute? Wollen wir das mal probieren? Oh, komm Leute, das probieren wir jetzt. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Oh, es gibt so viel Neues hier auszuprobieren. Das ist so toll irgendwie. Warte mal, wir machen mal kurz ein paar Planks herstellen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob man... Tatsächlich? Ja, das ist nur... okay, ich dachte jetzt hätte er hier so eine Bambustür oder so. Na, nice. So, eine Tür haben wir schon. Die Tür. So, wir brauchen aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von diesem Holz. Haben wir da nicht noch mehr gehabt? Ja, hier Palmen. Da ist es. So, und zwar, so möchte ich das haben. Hier möchte ich allerdings jetzt wieder Cobblestone haben. Also da machen wir ein Fenster hin, 1, 2. Und hier setzen wir jetzt das Ganze ab. Moment, das gefällt mir jetzt gerade nicht aktuell. Das heißt, das setzen wir mal so. Und da machen wir hier erstmal 3 hoch. 1, 2, 3. Ups, ups, so. Hier muss auf jeden Fall eins hoch. Da muss auch eins hoch. So, dann ist das schon mal alles... gerade. So, dann haben wir gesagt, 1, 2, na, ob das nicht zu groß wird. 1, 2, mal gucken. Und hier 1, 2, 3. So, da haben wir schon mal die oberste Front fertig. Ja, oben rum würde ich sagen, dass das cool aussieht. Machen wir auf jeden Fall auch mit, wollen wir Kabel nehmen oder wollen wir Steinziegel nehmen? Oben würden Steinziegel gut aussehen. Wie sieht es hier aus mit dem Schmelzen? Da sind 24 fertig. Das ist mir schon viel zu viel. Komm, das nehmen wir raus, das nehmen wir raus. Dann nehmen wir jetzt mal die rein. So, da können wir schon mal ein paar Scheiben reinsetzen. Ich möchte keine Blöcke, ich möchte Scheiben. So, da haben wir nämlich 16 mal fertig. Die können wir dann schon mal reinsetzen. Blopp. Und hier auch. Blopp. Blopp. Okay. Ja, genau. So, und oben setzen wir dann erstmal schön die Steinziegel hin. Okay, das dauert jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, bei der Gelegenheit müssen wir aber noch mal kurz so eine Palme hier mal absäbeln. Was ist denn das hier? Ach, ist ja schön. Da gibst du ja noch Saplings hier. Nice. Sind doch Palm-Saplings, ne? Ja, Palm-Sapling. Jo, läuft, Alter, läuft. Oh, Leute, ist das schön, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Huch, jetzt ist es kaputt gegangen, aber ist egal. Da oben ist auch schon wieder so eine komische Kokosnuss. Da muss ich nochmal genau gucken, was da mit dem los ist. Mit diesen Kokosnüssen, mit dieser Geschichte. Boah, krass, ey. Wir müssen uns hier voll oft hochstecken, glaube ich. Weil ja das alles ein bisschen, ja, ist schon heftig. So, warte mal. Das kann hier auch weg nochmal eben. Das stört gerade. So, nehmen wir die Reihe mal weg. Ja, das sieht jetzt wieder ein bisschen abgeschnitten aus. Das kennen wir, das Problem. Wieder Aktion Brotmesser. Werden wir aber auf jeden Fall in den Griff kriegen. So. Ja. So, dann können wir hier nämlich jetzt mal weitermachen mit dem, sag schon, mit dem hier. Weil da will ich jetzt erstmal gar nichts haben. Das heißt, das bleibt jetzt erstmal so.
vielleicht. Will ich überhaupt ein Fenster haben? Ich glaube, da will ich ja kein Fenster haben. Dann machen wir hier erstmal einen auf den. So, dann mache ich hier mal 3. 1, 2, 3. So, dann kommt hier 3 wieder hoch. 1, 2, na. Und 3. Genau, da will ich nämlich gar keins haben. So, 1, 2. Ja, man könnte jetzt auch so eine großen Fenster machen, aber das will ich jetzt nicht zwingend. 1, 2. Was soll das? Das muss weg. Das muss weg hier. Erstmal ein bisschen Terraforming mit. Jetzt ist das auch noch kaputt. Mein Gott, das geht ja schon gut los hier. Das ganze Werkzeug geht kaputt. So, aber hier ist schon mal was fertig. Das heißt, wir können hier, ja, sieht gut aus. So, und da können wir uns jetzt nämlich mal ein paar was Schönes craften hier, ne? Jetzt machen wir uns mal hier mal so schön hier so ein paar Steinziegel fertig. So, die sehen nämlich ganz hübsch aus. Und ich denke, das macht sich da oben auch ganz gut. Deswegen die oberste Reihe, die setzen wir jetzt mal mit Steinziegel. Und schauen uns mal an, wie das im Endeffekt ausschaut. So. Jetzt können wir sie ja hier mal kurz. So. Ach, ich baue noch mehr, sehe ich gerade. Okay, das reicht gar nicht. Also 4 Stück, da müssen wir noch kurz ein bisschen warten. So. Wo sind sie denn? Da, 4 Stück. Na, da kommen wir nicht so weit, ne? Weil wir wollen ja auch noch aus Stein. Ja, reicht genau. Okay, das ist dann der Abschluss. Ja, und dann möchte ich gerne aus diesen Steinziegeln noch was craften. Das sind noch 4. So, da haben wir jetzt 7, es geht nicht auf, okay. Da machen wir nochmal kurz Folgendes. Dann machen wir erstmal das hier nochmal eben klar. So, jetzt machen wir mal einen auf den hier. Und dann nehmen wir uns nämlich diese Teile hier, diese Stufen. Genau. So, und dann setzen wir das nämlich so ein bisschen ab. Dann sieht das so ein bisschen 3D-Tiefeneffektmäßig aus. Das mag ich immer. Deswegen kloppen wir die da auch nochmal eben ran. Reicht natürlich nicht. Und ich sehe gerade, dass diese Folge auch schon zu Ende ist, Leute. Und ich verabschiede mich von euch. Und wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Aufnahme-Season mit Minecraft Rappycraft. Ciao!